dann ist er noch. Kafka. Er ist vielleicht der größte Schriftsteller der Welt. Oh, darunter tun Sie es nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, Autor eines Buches zu sein. Es ist furchtbar. Du wirst nie Schriftsteller, wenn du nicht schreibst. Ich schreibe ja. Schreib mehr, dann wird es nicht gut. Menschen werden das lesen. Das hoffe ich. Und sie werden sich fragen, wer ist dieser Kafka? Sollen sie. Herr Dr. Kafka, Ihr Vater. Ich kann es nicht mit ansehen, wie der Bursche frischt. Ich kann es nicht sehen. Was für ein Jenseiter, du Spichlal. Schau, der Herr tötet sich. Ich will ihm aber nicht mehr zuhören. Ich will ihm endlich nicht mehr zuhören müssen. Ihre Verwandlung hat mich in Albträume hineingeweckt. Gregor? Gregor? Gregor! Da hat er sich, mein Herr Sohn, zum Heiraten entschlossen. Weil sie die Röcke so gehoben hat, die widerliche Gans. Und so gehoben hat. Für sie ist das ein Buch. Aber für uns war es unser Leben. So etwas gab es überhaupt noch nicht. In der ganzen Weltliteratur nicht. Eigentlich müsste man mit ihnen verkehren, als wären sie schon tot. Du hast mir aufgelauert. Ich sehe sie am Morgen schreiben. Ich sehe sie am Abend schreiben. Wird das eines ihrer Bücher, Herr Dr. Kafka? Das ist schwer zu sagen. Sei endlich ehrlich. Erklär dich. Sie müssen jetzt alles erklären, Herr Doktor. Er schreibt seine Sachen nicht fertig, sondern er legt sie weg, lässt sie in der Schublade, weil Kompromisse sind für andere. Nicht für den großen Franz Kafka. Nur einer Macht beugt er sich auf dieser Welt. Und welche ist das, ne? Welche ist diese Macht? Welche? Der beschissene Zugfahrplan.